Hallo Freunde, willkommen zu Let's Play Pokémon Gelb hier bei TGN. Mein Name ist Markus und ihr kennt mich vielleicht unter dem Let's Player Account Let's Play Markus. Ich bin gerade im Begriff umzuziehen auf meinen Channel Neosan LPM. Den Link findet ihr jetzt sicherlich in der Videobeschreibung. Und das ist mein erstes Video bei TGN German. Ich habe mir gedacht, ich lege den Wert eher so auf Retro Games, weil da kenne ich mich ein bisschen besser aus und die meisten kümmern sich bislang nur um die neueren Games. Und deswegen befasse ich mich eher mit Retro. Und unschwer zu erkennen, Pokémon Gelbe Edition. Wenn jetzt mir einer doof kommen würde nach dem Motto, oh ja, Kinderspiel und so, muss man da ganz klar dementieren. Es gibt ja so viele taktische Varianten und so viel Ausgeklügeltes. Klar, es können Kinder spielen, aber es ist auch definitiv reichlich kompliziert genug für erwachsene Leute. Und vor allen Dingen die Generation, die Pokémon-Generation, also es hatte ja 2000, 2001 so den richtigen Boom, den Pokémon-Boom. Die sind jetzt ausgewachsen, sind jetzt, ich sag mal, Teenies, die langsam im Begriff sind, erwachsen zu werden oder vielleicht schon drüber, so wie ich. Ich war damals 10 Jahre alt und jetzt bin ich sage und schreibe 22. Pokémon Gelbe Edition, warum nehme ich ausgerechnet diese Edition? Manche mögen sie nicht. Es gibt auch Vor- und Nachteile, die Sprites der einzelnen Pokémon gefallen mir zum Beispiel nicht so. Es ist mehr an die Serie, ans Anime angelegt. Da werden wir gleich durchstarten. Und vor allen Dingen, ja, ans Anime angelegt, das heißt, wir haben auch Pikachu im Team. Und das ist der Grund, warum ich es ausgewählt habe, wenn ich ein Let's Play mache zu Pokémon, denn ich will jetzt hier nicht alles voll spammen mit Pokémon-Let's Plays, sondern ich will euch ein richtig schönes zeigen, und das wird das hier. Und der Vorteil, man kann hier auch die drei Starter, Bisasam, Glumanda und Shigi, gleichzeitig bekommen mit Pikachu. Und ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, das wird unser Team. Diese vier Pokémon werden wir trainieren. Und da sind wir schon richtig gut dabei. Alles Weitere sehen wir dann im Verlauf des Abenteuers. Wir stellen mal ganz kurz die Optionen ein. Schnellen Kampfanimation machen wir mal. Da können wir froh sein, dass es sowas überhaupt gibt. Wechsel machen wir. Stereo, hallo? Was? Was zur Hölle? Dann lassen wir es Mono, mein Gott. Drucken, ja gut. Es gibt jede Menge Features in Pokémon Gelb, die es bei den anderen Editionen nicht gab. Zum Beispiel surfende Pikachu. Aber bleiben wir erstmal bei den Grundsachen. Und vielleicht auch Leute, die die ganz alten Editionen nicht so kennen, die können hier gerne mit dabei sein und sich das Ganze zu Gemüte führen. Neues Spiel. Erstmal die Einleitung durch den guten Professor Eich. Und ich habe mir vorgenommen, so ziemlich alles vorzulesen im Adventure, deswegen. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Köpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Ich habe auch mein Hobby zum Beruf gemacht mit TGN. Okay. Wie lautet dein Name? Ich habe mir gedacht, wir nehmen einfach mal ganz klassisch meinen Namen, damit die Leute mich vielleicht doch mal kennenlernen. Markus, also wie gesagt, Let's Play Markus, das war mein bekannter Kanal, Neosan LPM, heiße ich jetzt. Bei Bedarf, bei Interesse. Ruhig mal nachschauen. Richtig, dein Name ist Markus. Dies ist mein Enkel. Von hier wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Oh Gott. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Gary, weil das ist für mich der Gesamtbegriff. In der Serie heißt er Gary und ich nenne ihn auch immer Gary. Ich sag nicht der Rivale, sondern ich sag immer Gary. Gary, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Markus. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. So, wir beginnen ganz klassisch hier in unserem Zimmer. Das noch recht karg aussieht, wird's auch bleiben. Pokémon Gold und Silber war das, wo man das erstmals schmücken konnte. Und wir haben hier ein Super Nintendo. Markus spielt Super Nintendo. Okay, die Kaiserin. Die Reise kann beginnen. Warum ein Super Nintendo auf den Remakes ist ein NES? Aber das Spiel stammt halt original aus dem Jahre 1996 und da haben sie noch das SNES lieber hingepackt als das 64er, aber ich glaube, bei Pokémon Gold und Silber ist es 64, oder? Und später bei Diamant und so ist es eine Wii. Toll. Der Computer, da können wir vor allen Dingen die Items. Da ist schon alles drauf, nämlich ein Trank, den nehmen wir direkt mal mit.
Auch wenn ich persönlich auf Items nicht so abfahre. Gut, das wird sich am Laufe des Abenteuers alles noch weisen. Das ist meine Mutter. Richtig. Irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von eben an hat nach dir gefragt. Gut, den Weg ins Pokémon-Labor sparen wir uns, denn es ist allgemein bekannt, dass man erstmal ins hohe Gras gehen sollte. Und dann kommt er schon zu einem. Warte, geh nicht raus! Das war knapp. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Oh mein Gott, es kommt eins. Anders wie in den Editionen Rot oder Blau. Ein wildes Pikachu. Seit wann leben die auf Route 1? Gar nicht. Aber lassen wir das. Professor Eich nimmt das Ruder in die Hand und fängt es mit einem Pokéball. Ganz klassisch. Richtig unrealistisch, dass es sofort ohne Energieverlust einkassiert bleibt. Pikachu wurde gefangen. Professor Eich besitzt jetzt ein Pikachu. Puh! Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. So, eigentlich sollten wir jetzt unser Pokémon bekommen. Wir können wählen zwischen Bisasam, Flumander und Shigi. Diesmal läuft allerdings einiges anders. Opa, ich will nicht länger warten. Gary, du bist voll dran. Du solltest doch erst später kommen. Na ja, egal, warte einen Moment. Siehst du dort den Ball auf dem Tisch liegen, Markus? Das ist ein Pokéball. Daran befindet sich ein Pokémon. Ich schenke es dir, nimm es dir ruhig. Halt, Opa, was ist mit mir? Aber einen Moment Geduld, Gary. Ich gebe dir später eines. Okay, ganz klar. Es gab erst die Editionen Rot und Grün in Japan und in den USA und Europa kam Rot und Blau raus. Mit anderen, neueren, verbesserten Sprites. Und das hier ist Pokémon Gelb, das ist eigentlich die aktuellste Version der ersten Generation. Zögern wir nicht lange, nehmen uns das Elektro-Pokémon. Oder, was ist mit dem los? Nein, Markus, ich will dieses Pokémon. Gary schnappt sich das Pokémon. Das einzige. Gary, was soll das? Bitte, Opa, ich möchte dieses Pokémon. Aber, okay, behalte dieses Pokémon, es ist deines. Ich hätte es dir sowieso eines Tages gegeben. Achso, ich hätte dir sowieso eines gegeben. Markus, komm zu mir herüber. Am Anfang wird noch sehr viel gequatscht. Im Laufe des Abenteuers legt sich das ein klein wenig, gell? Markus, ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Markus erhält ein Pikachu. Ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Er soll Pikachu heißen. Das Pikachu. Das ist unser Menü. Also die Optionen haben wir schon gesehen. Wir können jederzeit speichern. Unsere Trainingskarte war es damals noch nicht. Wir sehen hier, wie lange wir gespielt haben, wie viel Geld wir haben und welche Arenaleiter wir schon besiegt haben, nämlich Grüne. Items haben wir den Trank aus dem PC und ein Pokémon Pikachu mit 19 EP, KP und bemitleidenswerten Attacken. Was soll's? Warte, Markus, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Dann sehen wir auch, welches Pokémon Gary hat. Und es ist ein... Gary möchte kämpfen. Gary setzt Evoli ein. Ja, in der Tat, er verfügt über ein Evoli, welches sich im Laufe des Abenteuers zu einem der ersten drei Entwicklungsstufen entwickeln wird, das heißt Flamara, Aquana oder Blitzer. Gut, über die Jahre hinweg hat Evoli noch so einige neue Entwicklungsstufen bekommen. Lachtara, Psyana und die ganz neuen, die kann ich jetzt gar nicht aufzählen. Ach, ne, Volipurna oder wie es heißt? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir es besiegt, völlig ohne KP-Verlust. Was war denn da los? Und dadurch erreichen wir Level 6. Der Nachteil an der allerersten Generation für mich, und das war eine echt sinnvolle Neuerung in der zweiten Generation, ist, dass man angezeigt bekommt, oder dass man hier nicht angezeigt bekommt, wie viele AP wir schon haben. Oder EP. Oh, jetzt verwechsel ich schon alles hier. Das heißt, wie viele Punkte wir noch brauchen, den nächsten Level zu erreichen. Wir erlernen Routenschlag und das freut mich total. Was? Unmöglich, habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Weil du auch so viel Auswahl hattest, was? Ein Paradoxum. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit es stärker wird. Markus, Opa, wir sehen uns später.
Wenigstens gibt er ein bisschen Gas. Habt ihr das gesehen? Das wusste ich gar nicht. Den haben sie schneller gemacht als früher. Wie bitte? Schau dir das an. Es ist seltsam, aber dein Pikachu mag scheinbar keine Pokebälle. Es muss dich begleiten. Dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und du merkst dann, ob es dich mag und ob es mit dir picknicken will und ob du vielleicht lieber das Weite suchen solltest. Ja, wie in der Serie, zu Beginn noch ein völlig eingebildetes Vieh. Elektronara Fordwin. Gut, was machen wir am besten? Eigentlich haben wir jetzt alle Freiheiten. Ich finde es so genial, man sagt ja, es ist eine Stadt, Alabastia, oder manche sagen, es ist ein Dorf, aber es sind nur drei Häuser. Ich meine, das ist nix. Das ist gar nix. Wie dem auch sei. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items im Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Gut, wenn wir jeden Einzelnen anquatschen, haben wir jede Menge zu tun. Ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt nach Vertania City, die erste Stadt. Und das erste wilde Pokémon. Es ist ein Taubsi. Also die Sprites, im Gegensatz zu Rot und Blau, wurden meines Erachtens ja meistens verschlechtert. Es gibt einige, die sind ein bisschen besser gelungen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, das Taubsi finde ich eigentlich noch besser. Sieht besser aus als früher. Ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Markus erhält Trank. Der zweite Trank, yay. Können wir natürlich früher oder später nach Belieben kaufen und einsetzen, wie wir gerade bockig sind. Ganz klar, die Elementklassen sind ein wichtiges Detail in den Pokémon-Spielen. Da sind wir jetzt ziemlich im Vorteil die ganze Zeit. Elektro gegenüber dem Flugelement von Taubsi höchst effektiv. Auch wenn es trotzdem überlebt hat. Das ist gut, das gibt wenigstens Erfahrungspunkte, kurz EP. KP sind Kraftpunkte und AP sind... wie ist der offizielle Begriff? Auf jeden Fall ist es für die Attacken. Wie oft man eine Attacke einsetzen kann. Ja, und das wäre es fast schon im Großen und Ganzen. Für den Augenblick. Grillen wir also das nächste Hühnchen, das uns sich uns in den Weg stellt. Tja, und auf Level 3 reicht's schon, wenn wir einen Donnerschock benutzen. Donnerschock ist ja eigentlich im Grunde eine ganz schwache Elektroattacke noch. Ähnlich wie Blubber oder Glut in ihren jeweiligen Elementklassen. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir deine Pokémon ein? Okay, wir benötigen deine Pokémon. Guter Unterschied zu Rot-Blau. Man sieht auch das Chanera im Hintergrund sehr gut. Eben sehr vieles auf die Serie angelegt. Natürlich, um die Frage vielleicht vorwegzunehmen, das Spiel kam sehr viel früher als die Serie raus. Nur Pokémon Gelb kam halt später raus. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eichhörnchen schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Markus erhält Eispaket. Einfach einen Wildfremden was in die Hand gedrückt, so haben wir es gerne. Ja, wir sind ganz böse, wir packen das aus und rennen davon und überhaupt. Wir können jetzt hier auch die Abkürzung nehmen, müssen nicht auf wilde Pokémon warten. Wir können sie meiden, aber nur wenn wir runtergehen. Die Route 1 hier, upsie. Achso, bis auf diesen Abschnitt hier. Da kann man sich nicht sicher sein. Aber nichts passiert. Gut. Also den Weg hätte er echt laufen können. Da würde der Weg zum Klo doch länger, oder? Naja, gut. Hey, was machst du so? Er ist noch kritisch. Er ist noch kritisch. Hallo Markus, wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen, das habe ich gerade gesehen, ja. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich. Markus übergibt Professor Eich das Paket. Oh, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon sehr lange. Danke, Markus. Ich möchte dich noch bitten, mir einen Gefallen zu tun. Opa. Der ist schon wieder. Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Hagerid, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich möchte euch um einen großen Gefallen bitten. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Das ist eine Art High-Tisch-Lexikon. Wird aber als Buch symbolisiert dort. Markus und Gary,
Diese beiden sind für euch. Markus erhält einen Pokédex von Professor Reich. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war schon immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Markus, tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich habe sich gleich mehr von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Markus. Professor Eich zu schwätzen ist ganz schön anstrengend. So, natürlich gibt sie mir keine Karte. Ganz klar sowas von überhaupt nicht. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Markus erhält eine Karte. Alternativ können wir auch dann hier erstmal uns die Karte angucken. Ich werde es nicht tun, ich kenne Kanto komplett auswendig. Alabastia, Vertania City, Marmoria City, Azuria City, Orania City, Lavandia, Prismania City, Fuchsania City, Zinnoberinsel und dann zur Pokémon Liga. Aber im ersten Moment sah die Karte, wenn man sie überhaupt noch nie gesehen hat, doch recht kompliziert aus. Man könnte meinen, man könnte überall lang. Aber es ist schon wunderbar durchdacht. Ich finde es auch echt besser durchdacht als in den folgenden Generationen. Weil da kann man anhand der Karte schon ein bisschen erkennen, wo der Weg hinführt. So, Radfatz hat ein bisschen zugenommen in dieser Edition. Um jetzt nochmal vielleicht noch was anderes zu erklären. Donnerschock ist der einzige Angriff, die einzige Attacke, die einzige Fähigkeit, der wir angreifen können. Heuler sinkt des Gegners Angriff und Rutenschlag des Gegners Verteidigung. Bringt uns aber nichts. Nur mit Donnerschock können wir angreifen. Ich bin mal gespannt, wenn wir die erste richtige Attacke lernen. Ich fühle mich schon ein bisschen schockiert dadurch, dass wir schon einige wilde Pokémon besiegt haben, aber dennoch noch auf Level 6 rumdancen. Das wird sich doch ändern jetzt, nach diesem Sieg gegenüber einem Topsy, was? Hellseherische Fähigkeiten. Das wird natürlich im Laufe des Abenteuers viel interessanter. Jetzt am Anfang ist es noch schleppend. Aber ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen Spaß. Jetzt haben wir auch Level 7. Eine Attacke noch nicht, oder? Nee. Das wäre auch ein bisschen verwunderlich. Jedes Level eine Attacke? Nee, geht nicht. Und natürlich sind im Pokémon Gelb die Attacken. Wann die Pokémon die Attacken lernen, hat sich sehr geändert. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher. Pikachu auf jeden Fall, aber die anderen Pokémon? Ich glaube, ich würde tippen, dass die sich auch verändert haben. Wann sie was lernen und so. Aber dazu später mehr. Gut. Wollen wir uns ein paar Pokébälle schnappen? Damit wir auch Pokémon fangen können. Haben wir ein bisschen Geld überhaupt? Ja, 3000 und wir haben ja den Lohn, dass wir Gary besiegt haben. Wir schnappen uns erstmal 10, 15 Pokébälle. Es ist schon fast unser ganzes Vermögen. Schön. Aber mehr brauche ich im Augenblick noch nicht. Gehen wir auf Route 1. Vielleicht wollen wir versuchen, Taubsi und Radfatz zu fangen. Ich will jetzt nicht unbedingt... Also trainieren will ich eigentlich keines dieser stinknormalen Pokémon. Aber ich will unbedingt möglichst viele fangen und auf jeder Route eigentlich jedes, welches es gibt, möglichst einsammeln. Ich werde mich nicht stundenlang aufhalten bei irgendetwas. Oh, wir haben aber ein Problem. Die Topsies sterben sofort, oder? Alle. Keines hält es aus. Nein, ein Volltreffer schon mal gar nicht. Wenn wir einen Volltreffer landen, dann haben wir doppelt so viel Schaden angerichtet als ohnehin schon. Das ist völlig ausgeschlossen, dass es dann überlebt. Wenn es Level 2 ist, was es jetzt ist, würde ich mal vorschlagen, wir versuchen einfach mal den Pokéball so zu werfen. Das geht bei solch niedrigen Leveln, geht das vielleicht noch. Bei Käfer-Pokémon sicherlich, oh, aber bei Taubsi schon nicht mehr. Schockierend. Versuchen es einfach nochmal, wir haben ja genug Geld ausgegeben. Es kann nicht sein. Dann warten wir auf ein Level 4. Das, wir können. Also ein letztes Mal probiere ich es noch. Weil jede Attacke von uns ist... Diesmal hat es geklappt. Na, seht ihr, wir haben Taubsi gefangen. Level 2, absolut lächerlich. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Ja, und neue Pokédex-Einträge. War damals wirklich eine Sensation. Wir waren alle sehr froh, dass wir neue Pokédex-Einträge bewundern konnten.
Pika! Das war damals noch innovativ. Heute bei jeder Edition kommen ja wieder neue. Oder manchmal nicht. Okay, Leute. Damit würde ich sagen, neigen wir uns langsam mal dem Ende zu. Wir haben ein kritisches Pikachu und wir haben auch ein Taubsi gefangen. Und damit würde ich sagen, Leute, geht's weiter im nächsten Part hier bei GGN. Bis dann, Leute, und ciao!